Ich war mir noch nie sicher, ob Kai ein Mädchen oder ein Junge ist. Dancer, yo. Scheiße. Scheiße. Warte noch mal. Das Problem ist, ich kann Sichlor nicht einsetzen. Also mir geht, ich habe gerade nur auf die Verteidigungswerte geguckt. Es ist Sichlor oder Duflor. Das Problem ist, Sichlor kann keine Elektroattacken ab, darf keine Elektroattacken abbekommen. Duflor schon. Bartox, ich glaube an dich. Oh, das ist nicht gut. Wir müssen den Giftput abbekommen. Damit wir im höchsten Notfall. Ultraschall. Komm, Fußkick, sei gut, Fußkick. Oh Gott, ich hab so Schiss. Okay. Wir bringen es zu Ende. Okay, Elektroball ist besiegt. Talazon erreicht Level 11. Holy Macaroni. Du willst mich doch verarschen. Ich hab nichts gegen ein Dragoran. Ayai kommt rein. Fürs Dragoran Level 14. Alter, wenn der Drachenwut hat, sind wir am Arsch. Dann sind wir straight am Arsch. Ein Silberblick. Wir machen Ruckzucki. Wie sieht's mit Verfolgung aus? Ein Volltritt. Naja. Ventus ist eine Drachenattacke. Ich glaube, ja doch, Windhose ist eine Drachenattacke. Noch eine Windhose. Och, bitte kann er keinen Drachenwut. Bitte kann er keinen Drachenwut. Donnerwelle. Ich wechsle auf Flipper. Nicht nur wegen der Paralyse, sondern auch, weil wir unter 40 gekommen sind. Oh Mann, Silberblick. Vielleicht richtet es die Hornattacke. Es reicht nicht. Okay, dann kriegen wir noch eine Windhose ab. Aber wir haben jetzt schon gut aufs Maul bekommen. Wir sind noch nicht so weit. Holy shit! Oh, fuck off, mate. Und als letztes kommt ein Duflor. Flipper ist angeschlagen, und zwar nicht zu knapp. Buttox ist einfach nur die sicherste Variante. Damit ich meinen einen Supertrank bei Flipper einsetzen kann, um dem nachher nochmal einsetzen zu können. Okay, Stachelspore geht. Das heißt, wir werden dasselbe machen. Das ist gar kein Problem. Mach du deinen Lockduft. Ich werde auch mal einen Fußkick machen, der ist nicht sehr effektiv.
Problem ist, er macht jetzt Absorber. Und bei einem Absorberkampf, da habe ich keinen Bock drauf. Das heißt, ich setze Jill Ripper ein. Der Absorber ist nämlich immer noch nicht sehr effektiv, weil Jill Ripper ein halbes Flug-Pokémon ist. Ein Flugkäfer, um genau zu sein. Wir sind paralysiert. Das ist kein Problem. Das heißt einfach nur, dass eine mögliche Stachelspore nichts bringt. Ja, und halt, dass wir jetzt ein paar Absorber eventuell abbekommen. Die einen Absorber... Oh, komm schon! Zum vierten Mal hintereinander! Okay. Aber im Großen und Ganzen dürfte sich dieser Kampf nicht mehr allzu lange ziehen. Wir können halt nicht auf einen nicht auf Flipper setzen, weil ein Absorber würde vielleicht zu viel Schaden machen. Wir haben einfach keinen Garant, dass es nicht einsetzt. Deswegen machen wir einfach mit Jill Ripper fertig. Okay. Bartox erreicht Level 18. Bartox versucht Schlafpuder zu lernen. Persönlich bin ich ein größerer Fan von Schlafpuder als von Stachelspore. Als Stachelspore darf gehen. Jill Ripper erreicht Level 17. Sehr gut. Dancer Yo wurde besiegt. Erstaunlich, du bist ein wahrer Pokémon-Experte. Meine Forschungen sind noch nicht abgeschlossen. Okay, du gewinnst. Nimm diesen Orden. Dancer Yo und sein Forschungsorden. Eddie erhält besagten Insektenforschungsorden. Kennst du die Vorzüge des Forschungsordens? Durch ihn gehorchen dir Pokémon bis zu Level 30. Deine Pokémon können Zerschneider nun auch außerhalb des Kampfes anwenden. Bitte nimm auch dies. TM49 enthält nicht Zaunklinge. Wird das Ziel getroffen, gewinnt die Attacke jede Runde an Stärke, aber da du keine Zaunklinge hast, war es das wohl. Ist das nicht toll? Ich selbst habe diese Entdeckung gemacht. Du Schlawiner. Okay, anstatt Zaunklinge haben wir Abgesang. Beide werden in 3 Runden besiegt. Das will ich keinem Pokémon beibringen. Da, wir belassen es dabei. Okay. Ich bin etwas angespannt. Der Kampf hat mich mitgenommen, sage ich mal. Aber wir sind ja auch noch nicht durch. Wie, wir sind noch nicht durch? Oh ja, wir sind noch nicht durch. Wir sind noch nicht durch. Denn... was wir nicht vergessen dürfen. Okay. Sag mir etwas. Ist es wahr, dass Team Rocket zurückgekehrt ist? Was? Du hast sie geschlagen? Ha, hör auf zu lügen. Du machst keine Witze. Dann lass uns sehen, wie gut du bist. Ein dummer Bauer ist wieder da. Bauer möchte kämpfen. Schickt Vulnona in den Kampf. Oh mein fucking Gott. Alles gut. Für so Momente haben wir Flipper. Der kann Vulnona mehr oder weniger tanken. Und dann kommt Konfustrahl. Verflucht seist du, dein Konfustrahl. Zum Glück hat Flipper die Bitterbeere. Und wir sind nicht mehr verwirrt. Hornattacke. Bodyguard. Wird verschleiert. Ein Volltreffer. Rock to keep. Hornattacke. Und noch einmal. Und das war's. Ba-boom, bitch. What you gonna do now? What you gonna do now? Meganie. Ouch. Wir halten Flipper. Oh, scheiße. Es
war, glaube ich, die dümmste Idee, die ich jemals hatte. Das war die... natürlich ein Volltreffer! Ich schieb's jetzt einfach mal auf den Volltreffer. Das ist nicht gut. Ah, fuck off, mate! Na, das ist ja nix. Wieso muss der Pisser auch Meganie haben? Rasierblatt zieht 3 ab. Mehr kann er ja eigentlich auch nicht. Ich werde jetzt ein paar Mal Silberblick einsetzen. So 2-mal oder 3-mal. Weil noch haben wir ja den KP-Vorsprung. Ich notiere mir ganz kurz Flipper, Tod durch Meganie. Was war das? Rasierblatt, ne? Dieser Pisser. Ein Volltreffer. Gut, dann machen wir jetzt weiter Ruckzuckhieb. Das regt mich jetzt auch auf. Das regt mich jetzt echt auf. Mensch, Mensch, Mensch. Das heißt, jetzt könnten wir eventuell auch wieder mit einem... Oh. Fuck you. Das ist ganz ehrlich ein Problem. Ich habe gerade eben drüber nachgedacht, ob ich vielleicht dann doch ein Aquana mache. Aus dem Grund, dass unser... Flipper tot ist, wollte ich sagen. Kein Flammenrad. Er kann verdammt nochmal Flammenrad. Noch ein Flammenrad bringt mich um. Ich setze einen Supertrank ein. Ich habe einfach nicht die Zeit, das Gift abzuwarten. Der macht uns vorher fertig. Ich bin so frei und notiere nochmal. Dollar John, tot durch Arcani, Body Check und das gleiche bei Ai, tot durch Arcani, Body Check. Ich weiß nicht, was ich sonst machen soll. Er macht Silberblick. Das ist die Chance.
Mach Ende! Nein! Nein! Bitte überleb! Nur diesen einen Flammenrad! Nur diesen einen scheiß Flammenrad! Jill Ripper. Ich hasse Schwäche, Pokémon-Trainer. Es macht keinen Unterschied, wer oder was. Ich werde stark sein und das Schwere auslöschen. Das gilt auch für Team Rocket. Nur gemeinsam sind sie stark, aber triffst du auf einen allein, ist der schwach. Ich hasse sie! Geh mir aus dem Weg. Ein Schwächling wie du ist nicht mehr deine Ablenkung. Okay. Just Kamiganie. Und ich hab wohl oder übel einen Fehler gemacht. Es war ein dicker Bock, den ich mir da geschossen hab. Riesenfehler. Dann die zwei. Also eieiei. Bin ich ganz ehrlich, hab gedacht mit seine Verteidigungswerte waren doch nicht so gut. Ich hab gedacht, die wären etwas höher. Habe ich gedacht, er wird einen Bodycheck überleben. Und Evoli, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich vorhin durchgeschmissen. Muss ich ganz ehrlich sagen, Evoli habe ich geopfert. Das ist echt nicht gut gelaufen. Das ist echt nicht gut gelaufen. Okay. Was wir jetzt machen. Das ist das Einzige, was wir jetzt noch machen. Wir fangen uns ein neues Pokémon. Why have you forsaken me? Ihr werdet euch jetzt fragen, Trugschlag? Was ist denn Trugschlag? Trugschlag, meine lieben Freunde, ist eine Attacke, die ein Pokémon nicht töten kann. Es bleibt bei 1. Es bleibt bei 1 stehen, egal was kommt. Und ich werde den verdammten Trugschlag so oft machen, bis er einmal Platsche einsetzt. Ja? Und schmeiße dann meinen Pokéball. Trugschlag ist im Prinzip die perfekte Attacke, um Pokémon zu fangen. Hopspross, Löwenzahn. Sein Körper ist so leicht, dass es seine Füße im Boden verankert, damit es nicht davongeweht wird. Hopspross, das Löwenzahn-Pokémon. Es kann nur einen Namen geben. Ah, verdammt. Es ist eine Frau. Wie soll ich ihn dann Peter Lustig nennen? Dann muss es wohl Petra Lustig sein. Lustig? Nee. Dann. Puh.
Puh. Dann nennen wir sie halt gute Spaßig. Ute Spaßig. So, das heißt für uns, es wird notiert, der Steineichenwald hatte für uns ein Hoppross namens Ute Spaßig. So. Ja, ich würde sagen, damit war es das auch für heute. Mein Name ist Eddie Winkmann und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt, Let's Play Pokémon Silber, die Randomized Nuzlocke Challenge. War sein Tag, oder? Bis dahin. Ciao.